Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Ich habe schon gesagt, er soll wieder mitkommen, die alte Sau. Und jetzt gehen wir doch mal nochmal die Raider besuchen. Aber war ja schon mal ganz kurz hier vorbei. Ja, Sturmgewehr reparieren. Immer wichtig, Sherman. Denkt dran, ein repariertes Sturmgewehr ist alles. Hüpf. Vielleicht finden wir noch eine einzige Maulwurfsratte. Damit wir diese Quest perfektioniert abgeben können. Wie auch immer man das nennen möchte. Hallo Mina. Ich habe dich gefunden. Psst. Schnauze halten. Du hast mich gar nicht gesehen. Auf zu schütteln. Rocksalt. Sag den Namen. Warum hatte die alte Namen? Aha. Vorsichtig. Sonst haben doch immer nur wichtige Leute den Namen. Oh. Warum nicht? Ah, wenn ich eins. Gleich. Wenn ich eins aus Gothic gelernt habe, dann nur wichtige Leute haben meinen Namen. Ja, na gut. Maschinenpistole. Hm, ja, nö. Sturmgewehr. Die scheinen hier wohl zu leben. Muss ja entspannt das Leben sein. Kronkorken, dankeschön. Hier sollte ich besser nicht schießen. Habe ich so ein Gefühl. Rasenmähermesser. Brauchen wir doch eigentlich, ne? Na gut, nehmen wir mal mit. Nehmen wir alles mal mit. Können wir zu Hause ablegen oder verkaufen. Je nachdem. Metallkiste. Huch. Welche? So, ist ja leer. Brauchen wir gar nicht nachgucken. Ein Sturmgewehr im Bücherregal. Habe ich auch dazu liegen. Hier ist es nicht sicher. Ja, wir gehen da gleich wieder. Ich will mich ja nur mal kurz umschauen. Wodka, Wodka. Kann man alles schon verkaufen. Ich alter Händler. Ist aber ziemlich laut hier, ne? Ist ein bisschen auffällig. Coca-Cola. Okay. Das war's hier aber. Dankeschön. Von da kommen wir. Hier waren wir noch nicht. Achso. Ja. Warum nicht, ne? Ne, Haarklammer. Sehr schön. Ja, das Behandlungszimmer direkt auf der Toilette, glaube ich. Warum nicht? Warum nicht? Halt! Fast übersehen. Hier kommt mir nicht. Nein, nein. Ich bin nicht mehr gut ausgeruht, ne? Das ist aber doof. Das Tier fällt mir aber ja nicht. Ach, schau mal. Ja. Ja, was geht? Renn doch bitte rein. Renn doch bitte in diese wunderschönen Minen hinein. Bitte. Ja, was geht? Sei noch dümmer als ich, wenn's geht. Sherman, Sherman, Sherman. Okay, muss hier irgendwas ganz Spannendes dran sein. Gibt's hier noch was? Noch eine Mine vielleicht? Ist das jetzt eine Wache oder ist das ein Maulwurf? Maulwurf. Glaube ich. Dieser Ort gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht, bleib hier. Der ist schon kaputt, ne? Oh, hier kann einer leben. Oder sind das Ghule? Ich hasse Ghule. Das hört sich auf einmal sehr eklig an. Ich habe Angst. Schlecht. Maulwurfsratte! Yes! Maulwurfsratte! Gut, es war nicht nur noch eine, aber hey. Komm, dann war da noch eine auf den Ratte.
interessanter Komplex hier, aber auf jeden Fall. Aua. Ja, kommt alle angeschissen. Jawoll. Ah, 7 weitere. Ja gut, nicht nur 4. Das sah also bedienbar aus, aber offenbar nicht. Okay, ein Computer für die Geschütztürme wäre ganz nett. Muss natürlich nicht sein. Ich weiß ja, wie beschäftigt Computer heutzutage sind. Vielleicht greift mich das aber auch einfach nicht an. Könnte auch möglich sein. Oder es sieht mich einfach nur nicht. Ja, es wird angreifen. Ja, ich finde hier leider keinen Computer, obwohl ich hier noch nicht überall war. Hab ich's abgelenkt? Ich bin so ein sneaky Bastard. Aber ich finde trotzdem keinen Computer. Aber ein Erste-Hilfe-Set. Set-Modul. Ja, das hat mich jetzt ganz verliebt. Mami! Oh, scheiße. Haha! Hier bist du. Meisterhacker! Okay. Bitte deaktivieren. Haha. Gut, wer tummelt sich hier oben noch rum? Hört sich an wie eine Maulwurfsratte. Na, ist ja eingesperrt, schade aber. Na gut, da können wir mal Sharon holen, weil die Gefahr ist ja gebannt. Die Gefahr habe ich verbannt, Bitch. Bitch. Nicht so blöd. Sharon. Oh, süßeste. Oh, der voll komische Name. Ist ja nun mal eindeutig ein Mann. Wieder da. Ja, bitte. Folge mir. Bis in den Tod. Der jetzt gleich kommen wird. Nein, keine Ahnung. Wenn wir das, ja, voll, das ist ja eh eine Mausratte da hinten. Oh, was für spannende Orte. Und hier gibt's gar nichts mehr. Hier gibt's noch ein bisschen tolle Sachen. Maulwurfsrattis, komm her! Ja! Das ist aber echt schon ein sehr effektiver Stick, muss ich echt schon mal sagen. Sensormodul. Ah, Gleisnägel können wir immer noch verticken, wiegen ja nicht. Nüscht. Aber so langsam müssen wir auch aufpassen. Wir bald voll hier. Gut, ich denke mal, hier wird's rausgehen. Ja. Das Ödler der Hauptstadt. Oh Gott, jetzt eine Meute voller Viecher. Ja. Vielleicht reicht es, um sie zu ignorieren. Was sind wir denn überhaupt? Ach, Lauber. Achso, wir sind schon. Na gut. Hätten wir gleich reingehen können, ne? Na gut. Ab nach Megerton. Wahrscheinlich dürfen wir uns dann gleich erstmal wieder schlafen legen, weil es schon spät ist. Was sagt die Uhr? Ja, 23 Uhr, da ist die gute Mojo hat nicht mal auf der Beine, ne? Das fällt ja gar nicht so ein. Oder vielleicht doch, aber ich gehe erstmal pennen, so nicht. Lecco mio, ne? Danach im Pennen werden wir erstmal wieder unser Inventar ausmüllen, beziehungsweise Sachen verkaufen, auch gleich mal bei Moira. 23 Uhr sagst du, dann sagen wir 10 Stunden pennen. 9 rum sollte ja ausreichen, um wieder auf Abenteuer zu gehen. Ich hasse dieses AM und PM-System, also ich weiß nicht warum, aber ich bin überhaupt gar kein Freund von AM und PM. Ich weiß nicht warum. Ist nicht besonders kompliziert, aber ja. Hier. Sie haben so viel für uns getan. Ich möchte, dass Sie das hier annehmen. Das ist alles, was ich Ihnen anbieten kann. Das ist immer nett. Vielen Dank. Ich muss mich bedanken. Ja, wofür auch immer, aber danke für Stimpaks. Stimpaks kann man wenigstens mal gebrauchen. Ne? Ich bin ja so altfreundlich auch. Ja? Ja. Merkt ihr das? Oh Mann, oh Mann. Moira, du alte Schabracke. Schau mal, was ich mitgebracht habe. Eigentlich gar nichts. Aber hey.
Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, wie das Abwehrmittel funktioniert. Oh, ich kann dich ja mal verprügeln. Ich habe es selbst probiert, funktioniert einmal frei. Ja, brauchen wir nicht mehr lügen. Ich habe das Malwurfsrandenabwehrmittel ausgiebig getestet. Ja. Ausgezeichnet. Gründliche Praxistests, exakte Berichte und dann dieser Eifer. Was könnte ich von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter mehr verlangen? Und wie funktioniert mein chemisches Abwehrmittel? Traumhaft sauber und sicher, oder? Ja, tut mir leid, Moira, aber ihr Abwehrmittel ist für Mausratten tödlich. Wie eine explosive Mausratte gibt sie auch als Geschoss für Menschen. Ja. Oh, das ist wirklich jammerschade. Die armen kleinen Maulwurfsrättchen. Ja. Nach all den Tests kann da wohl nichts mehr repariert werden. Also bitteschön. Vielleicht gibt's ja noch eine bessere Verwendung dafür. Ja, welche nur? Aber als kleines Dankeschön, nehmen Sie die Medikamente, die von meinem Abwehrmittel übrig geblieben sind. Irgendwann werden Sie sie brauchen. Kommst du darauf? Im letzten Teil des Kapitels geht's um Myolux. Ja, wenn wir mehr über sie wissen, können wir den Leuten helfen, ihnen aus dem Weg zu gehen. Oder sie gar auszutricksen. Oh. Ich besorgte mir dieses Observierungsgerät, um sie in ihrem natürlichen Umfeld beobachten zu können. Verstecken Sie es in einer der Laichkugeln im Bau. Ich mag die Aufgabe. Ja, na gut. Großartig. Ich schlage das Nest beim Anchorage War Memorial vor. Ich kannte mal einen Händler, der von Myolurks da unten erzählt hat. Gehen Sie rein und suchen Sie einen Ihrer Laichbälle. Die finden Sie vermutlich in Wassernähe. Legen Sie diesen Beobachter hinein und gehen Sie leise. Und sorgen Sie dafür, dass Sie keine nistenden Myolurks umbringen, da dies die Aussagekraft der Studie beeinträchtigen könnte. Als ob mich das interessiert. Na schön. Ja, ich hasse an dieser Mission. Weil optional und so, ne? Wenn schon, denn schon. Okay, dann schauen wir, was es im Angebot gibt. Na klar. Hast du denn Munition eventuell? Ja, es ist der falsche Tab. Munition. Hast du nicht so toll. Finde ich gar nicht so schön. Blöde Kuh. Ich dachte mal, nach jeder Mission kriegt die neue. Naja. Waffen ist auch nicht gerade so spannend. Wie sieht's eigentlich mit unserer Rüstung aus? Ja, könnte man noch was dran machen, ne? Ich hoffe, Lederrüstung ist ausreichend dafür. Und... ja, ein Kampfhelm, ne? Upp. Oh, der ist sogar perfekt. Dann nehmen wir den Motorradhelm und geben ihn den Helm des Dingenskirchens. Und... ist eigentlich komisch, ne? Naja, ziehen wir uns den Kampfhelm an. Wird doch egal. Okay, dann kriegst du dafür das ganze Zeug, was wir hier haben. Wo ist denn das hier bei Hilfe? Genau. Dann kriegst du das ganze zu fressen. Brauchen wir hier alles nicht. Fleisch und Bohnen. Shit, das behalten wir noch für vielleicht eventuell wertvollere Sachen. Junkfood, bla bla. Eierkuchen. Lesen. Wodka ist immer toll zum Verkaufen. Einen Zuckerbomben behalten wir auch noch. Und ein Schritt. Perfekt. Gut. 800 haben wir nur schon. Gute Jagd! Jetzt mal. Sonst würde ich gerne mal was Neues kaufen, weißt du? Für mein Häuschen, aber. Aber nicht genug Grundgurken. Wir haben. Egal. So. Dann ziehen wir uns mal einen Kampffilm an. Den wir nicht dran machen. Warum Hotkey? Achso, R. Ja, gut. Ich würde irgendwie gerne den Kampffilm machen. Ich behalte sie im Auge. Im welchen Auge? Sag's mir, schieß ich's raus. Hast du gar kein Auge mehr? Ja, das sieht irgendwie ein bisschen scheiße aus. Weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. So. Ich kann nur so rumlaufen. Perfekt. Ja. Kampfrüstung. Können wir auch nicht reparieren, warum nicht? Diese scheiß Lederrüstung umsonst gekauft. Ich glaub's ja auch nicht. Ich bin nicht zu blöd für alles. Warum kann ich den Kampfhelm damit reparieren, aber nicht umgekehrt? Toll! Hat's gebracht. Ich hasse dich, Moira.
Würde ich nie wiedersehen. Ja, ganz toll. Ich hasse euch alle. Und ich hasse dich besonders. Attacke. Sie haben Großes für diese Stadt geleistet. Hörst dich komisch an. Bist du besoffen? Majalax, jawohl. Dann machen wir das mal, ne? Natürlich ganz stealth. Ich und stealth. Au. Schreib mich doch nicht so. Hier drüben. Ah, da hinten. Majalax. Flankieren. Ja, flankier doch. Verdammt. Darf man hier nicht mal kicken, was hier abgeht, Mensch? Waren das hier nur Arme? Ach ja, das war nur Katalaken, Mensch. Aha. Na schön. Komm zu Papa. Na, auch aufs Mal. Peng. Peng. Hast du davon? Aua. Blöde Kudo. Das bin ich nicht gerade gut vor dem Geschütz, ne? Kann ich nicht behaupten. Hier drüben. Lecker. Nimm ich mal mit, weil es wertvoll ist. Ich brauche Hilfe hier. Ja, ja, komm schon. Chinesischer Offizier meldet sich zu Dienst. Denn. Wer 20? Verpiss dich. Verpiss dich von meiner Sharon. Das ist mein Sharona. Ich hab dich beschützt. Ich hab keinen Platz mehr. Doch nochmal zurück nach Megaton. Na, ich bin so blöd, na, nicht so wollt. Megaton. Ah, Zeitverschwendung auf ganz hohem Niveau. Gibt's denn vielleicht was Tolles im Radio? GNR, Three Dog. Mehr braucht man nicht wissen. Nö. In Postapokalyptia geht momentan jede Menge ab. Erzähl mal. Hier kommen die aktuellen Nachrichten. Ich hätte mal eine Frage an alle treuen Hörerinnen und Hörer. Habt ihr schon mal einen richtigen Baum gesehen? Nee, du etwa. Ich meine keinen dieser verschrumpelten schwarzen Dinger. Einen richtigen Baum mit Stamm, grünen Blättern, Photosynthese und allem drum und dran. Was wäre, wenn der allmächtige Three Dog euch erzählen würde, dass es hier im Ödland der Hauptstadt einen Ort mit vielen Bäumen gibt? Eine originalgrüne Oase in einer deprimierend braunen Wüste. Okay, es ist lange her und ich habe damals vielleicht mal ein bisschen Jet probiert. Aber ich sag's euch, es gibt sie wirklich. Danke fürs Zuhören, Leute. Ja, wenn du was sagst. Three Dog. Uhuhu. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sind das radiofreie Södland und wir senden nur für euch. Und jetzt etwas Musik. Das ist die First Lady of Song höchstpersönlich, Miss Ella Fitzgerald, die uns sagt, into each life some rain must fall. Und das ist die Wahrheit. Das mag ja stimmen, aber warum spastet das immer so ab? Nein, verstehe ich nicht. Ist mir aber auch Wumpe. Ist mir Wumpe wie Rumpel. Schnumpel die Lumpel. Lecko mio. Hi, was geht ab? Halt die Schnauze. Schob sie dich rum, ja? Ja? Blöde Kuh. Jetzt mal ganz schnell hier zu diesem Schwachkopf. Und die 6 Altmetall verticken. Guck, guck. Was? Ja, ja, ja. Tschüss. Immerhin 60 Kronkorken. Was willst du mehr? Gut. Dann wieder zurück zu den Wasserkanälen. Und ja, dann fürchte ich, muss ich mal, aua, den Typen da hinten umbringen. Na, reicht's schon. Was bist du denn für ein Witzbold? Soldat der Enklave? Na, was bist du denn für ein Lustiger? Du siehst ja aus wie der Lustigste von allen. Ja, dann schießt doch einfach mal nach ihm. Der ist so ein bisschen stark, ne? Meinst du nicht?
Okay. Der Augenbot ist auch nicht gerade nett. Ja, komm mal noch näher, bitte. Macht die jetzt hier auf einmal schon. Ja, das war's dann wohl. Okay, ich weiß jetzt nicht so ganz, was die hier machen. Interessant. Ah, siehst du schön als. Glaube ich, teabag dich ein bisschen. Oh ja, oh ja, oh ja, darauf stehst du. Gut, ja, eigentlich sollten die später kommen, glaube ich, aber na gut, macht ja nichts. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine neue Power-Rüstung. Sieht schön aus. Natürlich nicht tragen kann. Die könnten wir theoretisch mit Chevrons reparieren. Warte mal. Dieser Ort gefällt ja, mir. Ja, mir auch nicht. Gib mal her, ne? Alles klar. Ja, 28 ist eigentlich besser als. Aber die sieht viel schöner aus. Menno. Ich wollte ihm die geben. Naja. Naja. So, reparieren wir die mal ganz kurz. Power-Rüstung. Ah, können wir gar nicht reparieren. Ah, wie toll. Fick dich. Dieser Ort gefällt mir. Ja, mir auch nicht. Alles klar. Gut, besser, wenn wir wieder zu Hause sind, dann trägst du auch erstmal die hier. Hoffentlich ziehst du die nicht an. Sehr gut. Gut, dann mache ich aber jetzt erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir diesen wunderschönen Meyerlöck-Bau besichtigen. Bis dahin. Tschüss.